das mir überaus sympathische Strike the Blood erhält eine neue Serie. Bakemonogatari-Fans dürfen sich auf einen neuen Anime des Schöpfers freuen und auch K-Project erhält animierten Nachwuchs. Hi, mein Name ist Aston und ich begrüße euch bei sommerlichen Temperaturen zu den News für die Kalenderwochen 18 bis 19. Fangen wir doch mal direkt mit meinem Lieblingstitel Strike the Blood an. So wurde im 15. Band der Light Novel-Reihe nun bekannt gegeben, dass eine Original Video Animation Serie in Produktion ist. Worum es in dieser allerdings genau gehen wird, darüber breitete man noch den Mantel des Schweigens. Jedoch wurde darauf hingewiesen, dass der 15. Band zugleich das Ende des Seizen Arcs sein würde. Die Light Novel-Reihe bildete bisher die Vorlage für einen Manga, einen Anime und zwei andere OVAs, die im Herbst 2015 erschienen. Im Anime geht es um den jungen Schüler Akatsuki Kojo, der Schüler der Inselstadt Itogami City ist, auf der Menschen und Monster zusammenwohnen. In ihm schlummern jedoch die Kräfte eines mächtigen Vampirs, weshalb die Regierung beschließt, ihn von einer Geheimorganisation überwachen zu lassen. Diese entsendet daraufhin die junge Schwertschamanin Yukina, woraufhin die beiden in jede Menge klischeehafter Konflikte verwickelt werden. Und wer sich jetzt fragt, warum ich denn so eine unterschwellige Abneigung gegen diesen Anime habe oder auch einfach mal seinen Lieblingstitel in einer Rezension völlig zerrissen sehen möchte, den Link zu meiner Rezension zu Strike the Blood findet ihr in der Videobeschreibung. Ob CGI-Fan oder nicht, Ajin Demi-Human kam international so gut an, dass nun im 8. Band des Mangas von Gamon Sakurai bekannt gegeben wurde, dass Ajin eine zweite Staffel erhält, die bereits im Oktober erscheinen soll. Nun hat man auch verraten, dass das Opening von den Pop-Duos Angela und Fripside performt wird, die in der Szene keine Unbekannten sein dürften. So haben Fripside zum Beispiel schon Titel für Black Bullet und Schwarzes Marken beigesteuert und Angela haben bei Kay und Knights of Sidonia mitgewirkt. Kurz zusammengefasst, worum ging es in der ersten Staffel von Ajin? Nachdem vor 17 Jahren erstmals ein Unsterblicher auf einem Schlachtfeld auftauchte, erschienen immer mehr solcher unbekannten Lebensformen, die fortan von den Menschen als Ajins, zu Deutsch Halbmenschen, bezeichnet werden. Kurz vor den Sommerferien stirbt der Oberstufenschüler Kei Nagai bei einem Verkehrsunfall, steht jedoch kurz daraufhin als Ajin wieder auf und wird deshalb von der Regierung gejagt. Vor knapp einem Monat haben wir an dieser Stelle bereits darüber berichtet, dass Vampire Knight einen neuen Manga erhalten wird. Nun sind ein paar kleine, aber feine Zusatzinfos zu Vampire Knight Memories, wie er denn heißen wird, bekannt. So kommt der erste Band am 3. Juni in Japan in die Läden und wird laut dem Anelala Magazin als Fortsetzung der Reihe fungieren, der von Kanames Kindheit handeln wird. Man darf also gespannt sein. Nisio Isin verriet auf seiner Website, dass seine Romanreihe Zarigoto als Anime adaptiert wird, ob als Film, Serie oder OVA jedoch noch nicht. In Zarigoto geht es um Akagami Ira, die als verbannte Tochter einer mächtigen Familie mit ihren Maids auf Wet Crow's Feather Island, einer Insel in der japanischen See, lebt. Sie lädt jedoch die klügsten Köpfe Japans zu sich ein. Was nun genau die Umschreibung, ein lebenslanger Urlaub, ein Trip auf eine ferne Insel, gefüllt mit Genies und Mördern, verheißen mag, darf wohl jeder erstmal für sich bestimmen. In der Romanvorlage wird die Story von einem unbekannten Erzähler vorangetrieben, es dürfte also interessant sein, inwiefern man das bei der Adaption berücksichtigt. Nisio Isin ist ein Roman- und Manga-Autor, der vor allem für die Monogatari-Reihe bekannt sein dürfte. Für Zarigoto schrieb er darüber hinaus bereits diverse Spin-offs. Vor knapp einem halben Jahr gab das Miracle Jump Magazin bereits bekannt, dass der Manga Gantz von Hiroya Oku einen 3D-CGI-Anime-Film erhalten wird. Dieser trägt den Titel Gantz-O und wird am 14. Oktober diesen Jahres erscheinen. Nun wurde ein weiteres Key-Visual sowie ein erster Teaser zum Film veröffentlicht und die ersten Mitarbeiter bekannt gegeben. So würde Yasushi Kawamura, der bereits als CGI-Regisseur bei Appleseed mitwirkte, die Leitung des Films übernehmen und das Studio Digital Frontier die Produktion übernehmen. In Gantz geht es um zwei Schulfreunde, die bei dem Versuch, einen Obdachlosen von einem U-Bahn-Gleis zu helfen, ums Leben kommen. Jedoch erwachen sie daraufhin in einem mysteriösen Raum als ihre eigenen Klone wieder, zusammen mit anderen eigentlich Verstorbenen. In diesem Raum befindet sich auch eine schwarze Kugel namens Gantz, die jeder Person einen Cyberanzug samt Waffen überreicht und den Anwesenden Mordaufträge erteilt. Diesem bleibt nichts anderes übrig, als das perfide Spiel zu spielen.
Auf dem K-Do-You-Know-K-Event wurde verraten, dass K-Project ein neues Anime-Projekt namens K7 Stories erhalten wird. Erneut darf man nun aber darüber spekulieren, ob es nun eine Serie, ein Film oder eine OVA sein wird. Charakterdesigner und Studio dagegen werden dieselben wie beim Vorgänger sein. Weiterhin kündigte man ein Theaterstück namens Lost Small World und eine Tanzaufführung mit Originalmusik für den Sommer 2016 an. Zwei durchaus ambitionierte und ungewöhnliche Projekte, die für Fans sicher sehenswert sein dürften. In der ersten Staffel von K-Project geht es um den faulen Schüler Shiro, der auf dem Dach seiner Highschool mit einer Katze zu Mittag isst. Wichtig, zu, nicht zum. Als er anschließend einige Besorgungen machen soll, wird er von einigen attraktiven Männern verfolgt. Da wir schon mal beim Thema Events sind, viele von euch besuchen sicher gerne Anime-Conventions in Deutschland, wissen aber oftmals nicht, wann und wo diese stattfinden. Hättet ihr Interesse daran, wenn wir euch so etwas im Newscast mitteilen? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Kommen wir nun noch zu einigen für Deutschland relevanten News. Der deutsche Publisher Peppermint gab bekannt, eine neue Veröffentlichungsreihe namens Peppermint Anime Classics ins Leben rufen zu wollen, in der vor allem ältere Serien neu erscheinen sollen. Als erster Titel wurde Durarara bestätigt, den man im November letzten Jahres lizenzierte und dessen erstes Volume nun doch nicht Ende April erschien und vorerst auf die zweite Jahreshälfte verschoben wurde. Bevor ihr euch jetzt aber schon über diese neuen Pläne von Peppermint freut, was genau diese Neuveröffentlichung unter dem nun geschaffenen Label für Konsumenten bedeutet, ist aktuell noch unklar, da sich der Publisher laut eigener Aussage noch in der Planungsphase befindet. Wir bleiben nochmal kurz bei Peppermint, denn der Publisher hat außerdem angekündigt, dass das dritte Filmfestival für den Januar 2017 angesetzt ist und den Titel Akiba Pass Festival tragen wird. Auf diesen Festivals werden seither die neuesten Anime-Filme und Serien präsentiert und außerdem versprach man nun, mehr Filme und mehr Rahmenprogramm zu bieten. Die Städte, auf denen dieses Festival Halt machen wird, sind wie auch beim letzten Mal Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt am Main, Wien, Nürnberg und München. In einer Umfrage könnt ihr zudem auch über zwei weitere Städte entscheiden. Den Link zur Umfrage findet ihr in der Beschreibung. Wer außerdem einen kleinen Eindruck des letzten Festivals sucht, der kann sich die Rezensionen unserer Redakteure Lena und Minato mal anschauen. Die Links findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Schlechte Nachrichten für Hunter x Hunter Fans. Der Film Phantom Rouge wird erneut um einen Monat verschoben. Das gab KSM nun bekannt und gleichzeitig damit das neue Veröffentlichungsdatum, was nun der 18. Juli sein wird. Es ist unklar, ob sich dieser Verzug auch auf den zweiten Film The Last Mission am 1. September auswirken wird. Am 8. Mai gab es jedoch schon auf einem Kino-Event erste Eindrücke von der deutschen Synchronisation zu Phantom Rouge zu erhaschen. Phantom Rouge wird von 12 Synchronsprechern eingesprochen, einen Trailer zum Film wollte man sich allerdings noch bis nach dem Event aufheben, was allerdings heißen sollte, dass der nun in Bälde erscheinen müsste. Die Bombe platzt zum Schluss. Sony Pictures Television stellt nach 9 Jahren den Sendebetrieb des Anime-Kanals Animax in Deutschland zum 1. Juli diesen Jahres ein. Er wird als On-Demand-Dienst neu gestartet, womit man auf die starke nichtlineare Nutzung der Animax-Inhalte reagiere. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass Zuschauer die Serien immer lieber dann schauen, wann sie es selbst wollen und sich nicht an feste Sendezeiten binden möchten. Ab dem 18. Juni werden demnach Marathonläufe von Anime-Serien wie Steins Gate, Fate Zero und Sword Art Online ausgestrahlt. Am letzten Tag, dem 30. Juni, läuft die komplette erste Staffel zu Sailor Moon Crystal. Inwiefern das neue Abrufangebot empfangbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Sony versprach allerdings, sich hierzu bald zu äußern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Formate des Senders Teil von PayTV angeboten werden. Und nun seid ihr gefragt, seid ihr traurig über diesen Umbruch oder haltet ihr ihn für verständlich? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Und das, meine Freunde, waren die News für die Kalenderwochen 18 bis 19. Im Laufe der nächsten Woche starten wir wieder unsere Suche nach Leuten, die mit uns über die kommende Sommerseason diskutieren wollen. Haltet also auf jeden Fall Ausschau nach unserem Ankündigungsthread. Ansonsten wird euch Rakno in 2 Wochen die News der folgenden 2 Wochen wieder präsentieren. Bis dahin, schaut nicht so viel Unsinn.